und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pineview Drive Nacht oder Tag 22. Wenn ich es mir mal so überlege, ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon 22 Nächte hier in diesem verfluchten Haus sind. Ich will auch nicht mehr, was das denn für ein Bild. Ich habe keine Ahnung. Ja, das letzte Mal, in der letzten Folge, besser gesagt, war ja dieses, dieser unheimliche Effekt mit dem Lautstärkemixer, wo ich mir erst nicht sicher war, ob das so gewollt ist vom Spiel. Ich habe dann mal gegoogelt danach und ja, es war tatsächlich gewollt anscheinend. Habe ich zumindest gelesen, dass es, wohl so gescriptet ist im Spiel. Finde ich eine coole Sache. Definitiv. Ich war ja im ersten Moment total verdattert. Ja. Aber ziemlich nice gemacht, definitiv. So, ich will erstmal schauen. Clown ist da. Das ist super. Und die Frage ist, wo muss ich hin? Ist hier die Klinke irgendwo? Da. Etwas weiter unten. Hier waren wir schon lange nicht mehr, ne? In diesen Räumen. Das war, glaube ich, mit eines der ersten Räume. Das Blöde ist, unsere Batterie ist gleich alle. Ich würde gerne einmal nachladen. Was ich mir eigentlich auch erlauben kann. Ich werde mal nachladen, weil wir haben noch beim letzten Mal oben, ganz oben, wo wir dann in den Raum gegangen sind, nach diesem Lautstärke-Mixer, war doch in dem Zimmer der Zettel. Und da waren doch, glaube ich, noch Batterien, oder? Ich glaube, das war der Raum. Ja. Da sind Batterien. Das heißt, wir haben sozusagen in dieser Nacht keinen Verlust gemacht und der Clown ist wieder bei uns. Der Clown geht wieder rum. Das ist schön. Nicht. Ja. Schau ich mal eben, ob der Clown wirklich unterwegs ist. Lol. Der Clown ist nicht unterwegs, das ist ja super. Alter! Hä? Wer hat das Licht angemacht? Soll ich mich verarschen? Ich will hier weg. Hier ist irgendjemand im Raum wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Warum gehen die ganzen Lampen von alleine an? Die ganzen Kerzen. Was ist hier los? Ich höre die ganze Zeit, dass Kerzen angehen. Ach, hier. Hä? Ich gehe mal weiter. Alter. Da rein? Nee. Diese Tür ist verschlossen. Irgendwo ist wieder angegangen. Ich glaube, das war die hier. So, die Taschenlampe lasse ich jetzt mal aus. Ist schon ein bisschen gruselig. Soll ich hier rein? Ja, das war das Kleiderzimmer. Hier waren wir ja schon. Gehen einfach mal die Lampen hier an. Hier ist noch eine Lampe. Und wo ist die nächste?
Das ist die letzte Lampe. Wie wär's, wenn ich den Schlüssel einfach hier nehme? Ich dödel. Für was ist jetzt der Schlüssel? Hier unten war eine Tür. Für die ist es nicht. Waren hier oben sonst noch Türen? Weiß es gar nicht genau. Da konnten wir rein. Die ist verschlossen, dafür passt der Schlüssel auch nicht. Das war der Durchgang. Da waren wir anscheinend schon drin. Schlüssel ist noch im Inventar, haben wir noch nicht benutzt. Ist schon wieder so dunkel, ne? Unglaublich. 2 Sekunden die Taschenlampe angehabt. Und schon sieht man nichts mehr. Na. Achso, das war der Raum. Und die waren ja auch beide auf, ne? Oder? Ne, die nicht, aber die geht auch nicht auf. Und die andere hier, wenn ich wieder gleich was sehe, ich speiz die Taschenlampe. Das war das Bad. Also irgendwo anders. Aber wo? Wo waren denn noch verschlossene Türen, sag mal? Hier irgendwo auf der anderen Seite? Ach so, ja, das Uhrenzimmer natürlich. Mann, ich will nicht schon wieder eine Batterie nachlegen, aber es muss ja anscheinend schon wieder sein. So, das war das Mahlzimmer. Das war die Vorratskammer. Das war die Küche. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal zurück ins Fernsehzimmer. Hä, wieso? Ich habe doch einen Schlüssel. Das war hier, ne? Und nu? Was soll ich jetzt hier? Hier ist doch nichts. Alter. Was war das? Boah. Was ist das denn? Ist das die Vogelscheuche? Zeig dich, wenn du dich traust. Wo hatten wir denn sonst noch verschlossene Türen? Wir hatten sonst keine mehr, oder? Muss ja aber. Überleg gerade. Aber mir fällt so auch nichts ein, wo noch verschlossene Türen waren. Ach, weißt du was? Ich lade jetzt einfach nach. Zeig dich! Sie zeigt sich! Alter! Ja. Wenn ich jetzt hier gerade volle Batterie habe, dann werde ich jetzt hier einmal durchs Haus rennen. Ich weiß, ich bin gekloppt, dass ich hier jetzt durchrenne, aber ich werde jede Tür jetzt ausprobieren. Die ist noch verschlossen. Aber hier waren wir schon überall. Weil dann renne ich jetzt einmal durch und probiere jede Tür aus, wo der Schlüssel passen könnte. Wir könnten nochmal hier nach oben schauen. War da noch eine verschlossene Tür? Weiß ich gerade nicht.
Was ist das denn? Streichhölzer. Schön. Ich kann mich an die Räume schon gar nicht mehr erinnern, weil die schon so lange her sind. Aber hier scheint es nicht der Fall zu sein. Und schaut mal an, wo wieder die Batterie hängt. Das ist unfassbar. Unfassbar nervig. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Da sind noch Streichhölzer. Das ist so... das wirklich einzige Manko, was ich an diesem Spiel auszusetzen habe, dass die Batterie viel zu schnell leer geht. Also entweder so man, dass die Taschenlampe überhaupt keine Batterien verbraucht, oder dass die Batterien länger halten. Weil das geht wirklich viel zu schnell. Das geht viel, viel zu schnell. Hier oben waren noch aber auch alle Türen auf. Ja, jetzt sehe ich erstmal wieder nichts. Die war auf. Die war auf. Die war auf. Die war auf. Und auch die war auf. Und hier oben ist es also auch nicht der Fall. Ich sehe kein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ach, beim Schachraum, okay. Wo ist die Tür? Hier waren wir schon. Ich werde noch mal eine Etage runtergehen. Wenn ich denn den Weg finde. Mann. Irgendwo hier, glaube ich. So ein bisschen was erkenne ich. Ihr werdet wahrscheinlich gar nichts leider erkennen. Das. Geil. Tut mir leid. Oh, ein Zettel. Perfekt. Batterien. Perfekt. Und ja, halt's Maul. So, Zettel. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Nein, wirklich. Das fällt dir nach 22 Nächten auf. Alter. Aber ja, die Geräusche werden wirklich schlimmer, habe ich auch das Gefühl. Aber trotzdem. Unglaublich. Wir sind bei Tag 23, Nacht 23. Und ich werde hier einen Cut machen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es ein nächstes Mal geben wird. Ja, bis dann erstmal.